Nochmal schönen guten Abend und willkommen zur Pressekonferenz. Bitte beide Trainer um ihr Statement zum Spiel und wir beginnen mit dem Trainer der Gäste von Werder Bremen. Herr Dodt, bitte. Ja, das war ein sehr intensives und schwieriges Spiel für uns heute. Ich glaube, Nürnberg war deutlich der stärkste Gegner, gegen den wir in den letzten Wochen haben spielen müssen. Sie haben ohne großes Abtasten sofort nach vorne gespielt und haben, glaube ich, auch die besseren Chancen gleich am Anfang gehabt. Da hatten wir etwas Glück. Haben dann, glaube ich, dann selber für Respekt gesorgt mit dem Lattenschuss zunächst von Franco Di Santo und haben gezeigt, dass wir dann so nach 10, 15 Minuten dann auch an diesem Spiel teilnehmen und haben uns dann reingearbeitet. Das zweite Tor war natürlich, erst schön gemacht, dann wieder Lattentreffer und dann eigentlich technisch nicht so einfach, aber gut gemacht und war eigentlich sehr, sehr wichtig, diese Führung, diese 1-0-Führung. Dann hat Nürnberg in der zweiten Halbzeit wieder, ähnlich in der ersten Halbzeit, losgelegt wie die Feuerwehr, hat uns hinten reingedrängt. Wir haben im zentralen Mittelfeld den Zugriff verloren. Nürnberg hat es spielt sehr risikoreich, aber sehr gut natürlich, hat immer Überzahl und deswegen mussten wir da taktisch umstellen. War so ein bisschen eine Parallele zum Spiel letzte Woche, als wir dann auch von Raute auf Linie umgestellt haben. Ich glaube, ab da war es dann etwas besser, aber du musst natürlich immer damit rechnen, dass du ein Tor kriegst. Und ja, das 2-0 war natürlich für uns dann Gold wert. Sehr intensives Spiel zweier intensiver Mannschaften. Zu erwähnen gilt, glaube ich, noch Kiyotake und Aaron Hunt, wenn es um so viel geht und zunächst Kiyotake zugibt, dass kein Eckball ist und dann Aaron Hunt, dass kein Elfmeter ist, dann muss ich sagen, meine größte Bewunderung für diese Sportsmänner, da sind wir als Trainer, glaube ich, sehr, sehr stolz drauf und natürlich sind wir sehr, sehr froh, dass wir heute dieses wichtige Spiel nach den Ergebnissen heute Nachmittag für uns gewinnen konnten. Das ist natürlich eine sehr, sehr schöne Geschichte, vor allem, weil wir den Sieg gegen einen richtig starken Gegner errungen haben. Danke. Vielen Dank, Robin Dutt. Gert-Jan Verbeek, bitte. Ja, ich kann nicht so viel über meine Mannschaft sagen, nur, dass sie gut gespielt haben, vergessen haben, um ein Tor zu schießen. Und die Bremer haben auf den richtigen Momenten ein Tor gemacht. Wir waren auch in die zweite Halbzeit, die Mannschaft, der viel Ballbesitz hat gehabt, fast die Gegner überlaufen hatten. Wir bekommen auch viel Flankballen und ja, dann haben wir nicht die Stürme gehabt, die haben auch gut verteidigt, die Bremer. Und dann habe ich Beckhardt gebracht, aber dann war zu schnell der 2-0. Und ja, da waren wir auf diesen Moment nicht mehr so stark, weil die Organisation nicht mehr ganz geklappt hat, sehr opportunistisch spielen sind gegangen und das hat eigentlich aufrecht gearbeitet. Der Bremer hat eigentlich mehr Kontrolle bekommen und am Ende haben sie 3 Punkte und wir nicht. Danke, Trainer. Ihre Fragen bitte, mit der Bitte um Handzeichen. Die Kollegin reicht das Mikrofon. Kein Handzeichen, doch. Der Kollege in der zweiten Reihe, wenn Sie Ihren Namen bitte sagen, das Medium. Klaus Bergmann, Deutsche Presseagentur. Herr Verbeek, was sagen Sie zum Startelf-Debüt von Herrn Campagna, der einige gute Szenen hatte, aber auch bei beiden Toren den Ball verliert? Ja, also er kann noch etwas lernen von mir. Ich finde, wir haben spielerisch gut gespielt. Die erste Halbzeit sind wir sehr gut angefangen, auch die zweite Halbzeit haben wir gut gespielt. Und er ist einer der 11, und da ist ein Spieler, ist ein sehr guter Spieler, macht gut Positionsspiel, weiß gut freizulaufen. Und ja, diese kreativen Spieler, die sind auch immer, machen die kreative Handlungen. Und das ist immer, das kann auch manchmal gefährlich sein. Die suchen immer nach Auflösungen, der ein anderer nicht erwartet, dann kann man auch der Gegenstand auf dem verkehrten Bein setzen, aber auch der eigene Mannschaft. Und das hat so sein müssen. Aber erst 20. Keine Fragen mehr. Dann den Gästen eine gute Heimreise. Dankeschön. Nach Bremen. Und allen noch einen schönen Abend, schönes Wochenende. Tschüss.